Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Heute wagen wir uns nach Geonosis in dieser galaktischen Herausforderung mit den Mandalorianern und haben Boni für unsere imperialen Truppler. Das Ganze besagt hier, gewinne, nachdem du den Gegnern 400% Zugleister entzogen hast, Kampf abschließen, außerdem 20 mal Angriffswert erhöhen und ein vollen Team aus imperialen Trupplern gewinnen. Guckt mal, Freunde, meine imperialen Truppler sind nicht gut ausgebaut. Die werden das definitiv nicht schaffen. Ich werde mich jetzt hier nach und nach unten arbeiten, so lange, bis wir es hingekriegt haben, okay? Also wir nehmen die mal mit hier und dann noch die zwei einfach aus Spaß als Kanonenfutter und dann versuchen wir mal unser Bestes. Also sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe keine Ahnung, wer von denen der beste Anführer ist, aber ihr seht, die gehen ziemlich schnell drauf. Wir machen mal ganz kurz das hier und wir werden die Gegner nicht mal ansatzweise ankratzen. Ja, wir werden hier nichts anrichten, die werden uns wegpusten wie nichts. Egal, wen ich von denen angreife, die haben auch ihren ganzen Bonusschutz und so ein Kram, wir kriegen da nichts hin. Gar nichts. Und er stirbt, unser Heiler macht auch nichts an hier. Guck mal. Kann ich das hier machen vielleicht? Nicht die geringste Chance, wir sind alle reliktet und wir sind halt nicht mal, also, ne, hier, die drei sind reliktet, aber ist egal, wen ich da angreife, die kriegen da einfach nichts gebacken. Und die kriegen auch noch hier das da, ihren Bonusschutz, ihre Bonusfähigkeiten und so ein Kram. Ich muss also ziemlich weit nach unten gehen vom Schwierigkeitsgrad her, vielleicht dorthin, wo die Gegner nicht reliktet sind, wie zum Beispiel hier die 7. Versuche ich es mal dort mit einem rein imperialen Truppler-Team und danach gehen wir nochmal nach oben mit anderen Teams, mit denen wir das dann auch schaffen werden, hoffentlich. Jedi und so ein Kram, wisst ihr? So, der ist gestorben, kommt nochmal wieder, wunderbar, machen wir das hier, schade, alle sind verwirrt, das ist gut. Ich würde gerne die Schmieden zuerst killen, oder Kandarus zuerst killen am besten. Wir machen nicht mal deren Bonusschutz weg, seht ihr das? Oh Mann, ey. Geben wir das vielleicht mal ihm? Oh Gott, der ist trotzdem draufgegangen. Granate! Sehr gut. Dann hier. Ich kann keinen von denen killen. Die sind alle viel zu stark. Versuchen wir es mal so. Jetzt vielleicht. Mit unseren normalen Angriffen. Wenn ich doch nur andere Truppler hätte. Der Todestruppler ist ja schon mal gut, aber der bringt uns halt leider nicht wirklich viel. Okay, Kandarus. Aber ich kriege nicht mal Kandarus down. Und der Schuss bringt natürlich auch nicht viel, weil... Ah, das ist echt schwierig. Sehr, sehr schwierig. Gehen wir mal auf die 6. Das könnte vielleicht klappen, weil die nicht reliktet sind. Die sind alle nur Gear 12 in Anführungszeichen. Versuchen wir es mal dort. So, wunderbar. Also wieder hier auf alle bitte. Sehr schön. Und dann hier wieder auf alle. Wunderbar, alle verwirrt. Das ist schon mal gut. Wir versuchen es, wie gesagt, mit Kandarus zuerst. Schmieden verstärkt den Mandalorianer. Machen wir das da. So, um uns zu verstärken. Und dann schmeißen wir ein Kanädchen. Sehr schön. So, das da geben wir mal ihm. Wunderbar. Dann greifen wir Kandarus an. Jubeln mal ein bisschen mit ihm. Wir heilen uns. Sehr schön. Das könnte vielleicht gerade so klappen. Ah, super klasse. Greifen wir die Schmiede an. Auf alle. Super. So, ihn greifen wir ganz kurz an, weil er wankt. Sehr schön. Er wankt ebenfalls. Okay. Jetzt greifen wir die Schmiede an mit allem, was wir haben. Verstärken uns noch ein bisschen. So, hier, Schaden auf alle. Super. Wisst ihr was? Wir killen vielleicht erst die Mandalorianer. Allesamt. Können wir die mir vielleicht mal eine verpassen? Sehr schön. Und dann hier den da ebenfalls. So, Schaden auf alle. Wunderbar. Ah, jetzt läuft der Zug. Der, wie heißt es? Der Zug, der Zugleiste. Der Zugleistenzug. So, hier. Boom. Sehr schön. So, das kriegen wir gerade so hin. Da sieht man mal, wie die imperialen Truppler eigentlich abgehen könnten, wenn man richtige Truppler hat. Wenn die richtig ausgebaut sind. Und wir haben immerhin ein bisschen was davon geschafft. Also wir werden nicht die maximale Kiste kriegen, aber das ist in Ordnung. Jetzt gehen wir auf schwer. Zugleister entziehen und höheren Angriffswert erhalten. Okay, ich versuche das mal mit den Jedi. Und zwar gehen wir ganz kurz hier rein auf die Jedi. So. Ihn nehmen wir mit. Ihn. Sie. Ihn. Und ihn. Mit denen könnten wir es schaffen, weil Vasila gibt einen höheren Angriffswert. Den werden wir verteilen auf unsere Verbündeten. Und Yoda kann Zugleiste entziehen. Das ist das Ziel, das ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und auch noch auf Jolie. Genau. Warum eigentlich nicht, ne? So, schicken wir jetzt mal... Nein, wisst ihr was? Das geben wir Yoda hier. Oh Mann. Okay, Yoda, bitte mal alle angreifen hier. Sehr schön.
Wir haben noch keinen höheren Angriffswert, aber ich würde gerne ihm mal Zugleiste entziehen. Super. Dann schicken wir doch mal Yoda vor. Oh Mann, das kann echt dauern. Sehr, sehr lange dauern sogar. Aber ich... gebe ich ihm Zugleiste? Muss ihn heilen, ne? Aber wobei, wir können auch so angreifen, außerhalb der Runde. Das heilt ihn auch ein bisschen. Okay. Greifen weiterhin mit Yoda an. So, superklasse. Geben jetzt ihm höheren Angriffswert. Der kriegt ja Bonuszugleiste, ne? Das kann er jetzt verteilen, diese Buffs hier. Sehr schön. Okay, okay. Superklasse. Dann geben wir das mal hier, Revan. Greifen mit Revan an. Geben die Bonuszugleiste wieder Yoda. Sehr schön. Und entziehen mal Zugleiste. Wir müssen ihn angreifen. Es geht nicht anders. Okay, entziehen wir ihm wieder Zugleiste. Super. Ah, Mist. Okay. Gut, Jolie hat sich wieder ein bisschen hochgeheilt. Wir greifen wieder ihn hier an. Oh Mann, das kann ewig dauern. Wir haben aber auch fast ewig Zeit, ne? Machen wir erstmal das hier für den Bonusschutz. Sehr gut. Und dann schicken wir hier mal Yoda vor wieder. Wunderbar. Greifen alle an. Und dann würde ich mal sagen, verteilen wir erst einmal ein paar Buffs. Sehr schön. Okay, können wir ihn betäuben vielleicht? Perfekt. So, dann würde ich sagen, schicken wir nochmal Revan vor hier. Super. Und Revan soll sich mal sein Markieren aufheben. Weil der ist fast down. Hoffentlich. Oh, sie verstärkt alle. Umso mehr. Yoda Zugleiste. Reicht das? Jawohl, das reicht. Superklasse. Dann springen wir auf alle. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott. Das sind zu viele Angriffe. Puh. Okay. Zugleiste entziehen. Hat nicht funktioniert. Hat widerstanden. Verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Konter. Okay, nicht schlecht. Greifen wir hier Kendarus an. Gerade als ich dachte, ich kriege Kendarus down. Jetzt hat er auch noch... Oh Mann, ey. Jetzt ist der komplett geheilt. Komplett. Ich kann doch diese Dinger nicht mal wegmachen. Clan-Loyalität. Oh Mist, ich muss ihn betäuben hier wieder. Aber er wird nicht betäubt. Oh Mist, ey. Verteilen wir doch mal unsere Buffs. Halt doch durch, Basti. Oh nein, hat Bastila gekillt. Die ganzen Konter. Okay. Die Konter machen uns fertig jetzt, Freunde. Die machen uns total fertig. Können wir die Zugleistung wieder entziehen? Fast gekillt. Oh Mann. Halt doch durch, Yoda. Halte durch. Oh. Konter wieder? Noch ein Konter? Nein, kein Konter. Wir machen mal ganz kurz das hier, um Yoda zu heilen. Okay, jetzt müssen wir das hier wieder machen. Um Bastila wieder zu beleben. Schicken mal Yoda vor hier. Ah, er ist down. Sehr schön. Okay, jetzt versuche ich die Mandalorianer Platz zu machen. Am besten den Mandalorianer. Verteilen wir noch mal ganz kurz die Buffs auf alle. Oh Gott, Schmieden. Okay. Schicken wir hier Bastila vor. Für die Fähigkeitenblockade. Nehmen ihm seine Buffs. Okay, sehr gut. Jetzt schicken wir endlich Jolie vor. Jolie deswegen, weil, dass er ein bisschen besser durchhält. Wisst ihr, dass er stärker wird? Oh Mann. Oh Mann. Die ganzen Konter. Aber ich würde ihm gerne Zugleiste entziehen hier. Super. So, geben wir nochmal Yoda die Zugleiste. Konter. Alter, ich darf keine Flächenangriffe mehr machen. Wir geben uns aber auch Konter oder verteilen die Konter nochmal. Oh, ich glaube, der ist einfach zu stark. Ich glaube nicht, dass wir den überhaupt down kriegen. Mist, Mist, Mist. Okay, wir greifen am besten normal an. Lösen keine Konter mehr aus von denen. Schicken wir mal Bastila ihn vor. Sehr gut. Nehmen die Zugleiste weg. Super. So, verstärken uns noch mal ein bisschen hier. Wunderbar. Und markieren ihn dann mit Revan. Wir dürfen keinen Flächenschaden machen. Oder überhaupt außerhalb unserer Runde angreifen, wie es scheint, weil die heilen sich sonst die ganze Zeit. Okay, noch ein Buffs verteilen. So, also einfach ganz normal angreifen hier. Yoda bitte. Sehr schön. Revan. Ah, der hat einfach nur... Oder wurde der geheilt oder was war das? Ich weiß nicht so genau. Er ist fast einmal down. Den erhöhten Angriffswert. Geben uns nochmal Bonuszugleiste hier. Wir kriegen das hin. Das ist nur eine Frage der Zeit. Oh Mist. Geben das mal Yoda. Ah, ist er wieder geheilt. Das gibt's doch wohl nicht. Oh Mann, Revan ist down. Okay. Wir nehmen ihm Zugleiste. Jolie müsste wiederbeleben können eigentlich. Okay, er kann wiederbeleben. Super. Nehmen wir dir mal die Buffs. Und schicken jetzt mal Revan vor. Ah, okay, er ist einmal down. Dann markieren wir ihn mal. Und ist ein zweites Mal down. Super, jetzt kümmern wir uns um ihn hier. Yoda soll noch mal die Buffs verteilen, bitte. Erhöhter Angriffswert und so, ne? Und dann schicken wir Revan vor. Superklasse. Greifen mal hier an für Fähigkeitenblockade. Sehr gut. Machen das da, um Schutz zu regenerieren. Und schicken dann Yoda vor. Der hat den Vorteil. Der macht auf jeden Fall kritischen Treffer. Greifen normal an. Sehr schön. Okay, normaler Angriff. So.
Wir müssen das langsam an. Ah, Mann, das gibt's doch wohl nicht. Hat der schon gleich jemanden gekillt wieder? Oder noch Bastila gekillt? Oh Mist, Yoda, halt noch durch. Jetzt gibt die dem auch nochmal Schutz. Wir machen das da. Sehr schön. Und Revan soll bitte mal ihn vorschicken. Super. So, dann verteilen wir ein paar Buffs. Es geht gerade nicht anders. Jolie kann bald wiederbeleben. Muss noch eine Runde durchhalten. Wir schicken hier Revan vor. Okay, und jetzt können wir niemand anderen auswählen. Ich heb mir das mal auf. Ich mach mal ganz kurz das da. So, jetzt markieren wir ihn. Hoffentlich betäuben wir ihn. Jawohl, er wurde betäubt. Sehr schön. Greifen weiterhin an. Beleben wieder. Bastila hier. Sehr gut. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt haben wir Jolie verloren. Oh Mann, ey. Was die für einen krassen Damage machen, das ist echt übel. Kann ich eine Zugleiste nehmen? Sehr gut. Schicken wir Yoda vor. Einmal ist er gestorben. Oh Gott. Yoda darf nicht sterben. Wenn Yoda jetzt stirbt, war's das. Jeder, der jetzt tot ist, bleibt tot. Okay. Machen wir das da. Halte durch, Revan. Okay, jetzt müssen wir sie killen. Schicken mal Revan mit vor. Und ich kann nämlich ihr Zugleiste wieder. Machen hier Schutzregeneration und so. Hoffentlich wird sie betäubt. Jawohl, sehr gut. Die hat auch keinen Bonus. Doch, die hat auch ein Bonusleben, glaube ich. Obwohl, die hat kein Bonusleben. Die dürfte kein Bonusleben haben. Nehmen wir ihr auch Zugleiste weg? Das dürfte auf jeden Fall schon 400% Zugleiste sein. Ah, Mann, Mann, Mann. Okay, super. Hier regenerieren wieder. Sehr schön. Wir greifen mal normal an. Wunderbar. Nur noch sie ist da. Es dürften 400% Zugleiste sein. Und Angriffskrafterhöhung dürfte es auch mehr als genug sein. Machen wir nochmal das hier. Sehr schön. Und dann ist egal, auf wen wir das machen. Wir schicken einfach mal alle vor. So, hier Revan mitkommen. Super. Und dann markieren wir sie. Hoffentlich bleibt sie dann auch erstmal betäubt. Und dann nehmen wir ebenfalls Zugleiste. Hat nicht funktioniert, glaube ich. Oder sie hat Bonuszugleiste bekommen. Das kann natürlich auch sein. Bin mir nicht ganz sicher. Greifen wir nochmal hier an. Sehr schön. Er hat so viel Buff-Immunität und so ein Kram, weil sie hat auch schon tonnenweise Buffs da oben, guck mal. So viel Bonusschutz und so ein Kram. Alter Verwalter, da würde ich mir diese Fähigkeit wünschen. Da würde ich mir die Fähigkeit wünschen, die es in der, wie heißt das, in der Eroberung gibt, wisst ihr? Ebenfalls Zugleiste entfernt, sehr gut. In der galaktischen Eroberung gibt es ja die Möglichkeit, dass man jedes Mal, wenn man Buffs bekommt, dass man dann eben stärker wird, ne, zum Beispiel. Sowas würde ich mir hier wünschen, ehrlich. Oh, sie ist fast down. Superklasse. Wir greifen mal normal an. Geben Yoda keine Zugleiste hier. Verteilen nochmal die Buffs. Sehr schön. Greifen nochmal hier auch normal an. Oh Mann, ey, das hätte ich mit meinen Truppen im Leben nicht hinbekommen, Freunde. Das hätte ich im Leben nicht geschafft hier. Oh, wir haben's. Boah, leck mich am Ärmel, ey. Und das mit unseren kleinen Jedi hier. Oh Gott, 4% Zugleister entzogen, das ist schon mal gut. Wir haben viele, viele Erfolge geholt. Das Einzige, was ich schaffen kann, ist mit den Trupplern. Im Leben kriegt es nicht. Wir haben die goldene Kiste. Wir sind so kurz vor der, roten. Aber ich kann es physisch nicht, Freunde. Ich kann physisch nur Rang 6 schaffen. Ab Rang 7 schaffe ich es leider nicht mit meinen Trupplern, weil die halt einfach nur mal nicht stark sind. Das kriege ich physisch nicht hin. Da werde ich aber nachbessern, wenn ich die Truppler irgendwann mal habe. Aber hey, wir haben uns immerhin die goldene Kiste erspielt. Das ist ja schon mal besser als gar keine Kiste. Und ja, ihr seht hier, mit den Jedi geht das ganz gut. Das dauert ein Weilchen, braucht ein bisschen Geduld. Aber je besser die ausgebaut sind, umso leichter ist es natürlich. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Möge die Macht der Separatisten mit euch sein.